Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem Montag, dem 29. April 2024. Wieder ist es Abend geworden und wieder wollen wir uns der Nachtlese zuwenden. Ein Wort diesmal aus der sogenannten Stroanen Epistel aus dem Jakobusbrief. Einem Brief, der in einer ganz schweren Zeit natürlich zum Zusammenstehen mahnt, der die Gefahr sieht, dass man abfallen könnte vom Glauben und deshalb ganz bewusst die Menschen aufruft, sich in der Nähe mit Gott wirklich auch aufzuhalten, sich mit Gott zu verbinden und Gott ja nicht aus dem Alltag auszuklammern. Aber schauen wir doch mal selbst, was dieser Jakobusbrief uns heute Abend mit auf den Weg gibt. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Hörer und Täter des Wortes. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Worts und nicht nur Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Ein schöner Text an diesem Abend, ein Text, der uns ein schönes Bild erzählt, vor Augen stellt. Wenn wir in den Spiegel früh schauen und uns nochmal vergewissern, ist alles in Ordnung, ja, dann gehen wir ganz schnell und haben die Sache dann vergessen. Es war ja okay, unser Gehirn speichert es ab, es ist alles integer, ich kann so in die Öffentlichkeit gehen, ich kann mich so sehen lassen und keiner wird sich mehr erinnern, was er da in dem Spiegel im Detail gesehen hat. So sind wir Menschen, wir brauchen einfach kurze Bestätigung, um dann weiterzugehen. Hier die eindrucksvolle Mahnung, nicht nur das Wort Gottes zu hören und zu sagen, ja, das ist ja alles okay. Wir haben das vielleicht schon mehrmals erlebt, dass wir, wenn wir sonntags zusammengekommen sind, da die Bestätigung erfahren haben oder vielleicht auch aufgewühlt waren, solange wir der Predigt gelauscht haben, dann sind wir hinausgegangen und ich habe es live miterlebt. Da ging es manchmal in der Predigt zum Thema der üblen Nachrede und kurze Zeit danach, man saß kaum zum Chillekaffee, wurde über den einen oder anderen hergezogen. Unglaublich, wie dann die Personen den Zustand wechseln. In der Kirche noch zustimmend und voll dabei bei der Predigt, die war ja ganz, ganz toll. Und man war begeistert über das, was in der Bibel steht. Man geht nur wenige Meter nebenan in den Gemeindesaal zum Chillekaffee und schon ist alles vergessen. Da fällt einem ein, was die oder derjenige da in der Nachbarschaft oder weiß ich wo für Dinge veranstaltet hat und schon erzählt man nichts Gutes, sondern lässt die Menschen runter. Ja, so sollen wir bitteschön nicht unterwegs sein, sondern wenn man ständig mit diesem Wort Gottes lebt und verbunden ist und nicht nur mal kurz zuhört und sagt, ja, alles super, und dann gehe ich wie vom Spiegel dann zur Arbeitswelt hinaus, sage, alles okay, und dann mache ich mein Ding da draußen. Nein, dieses Wort Gottes soll nachwirken, das soll uns beschäftigen, das soll sogar so tief in uns hineingehen, dass wir tatsächlich dadurch bestimmt werden, dass wir gar nicht mehr anders unterwegs sein können. Jetzt spüren wir, wenn wirklich wir Dinge verinnerlicht haben, die ganz tief in uns sitzen, die für uns eine Selbstverständlichkeit sind.
dann tun wir das automatisch. Wir waren jetzt in Bregenz und da ist ein älterer Herr gestolpert über eine Unebenheit auf dem Weg. Und automatisch zuckt man, geht hin und fragt natürlich, hilft ihn auf. Und alle, die wir in der Nähe waren, eine Dame und meine Frau und ich, haben das automatisch getan. Und so ein Automatismus der Hilfsbereitschaft, den haben wir ja alle in uns. Da sind wir auch so, dass wir nicht einfach wegschauen und sagen, oh ja, lass ihn doch liegen, der ist jetzt gestolpert, sein Pech, der wird schon wieder hochkommen. Nein, dieser Automatismus ist in uns drinne und das zeigt uns, dass wir Menschen gar nicht schlecht sind. Und jetzt möchte aber der Jakobusbriefschreiber daran erinnern, so versucht es mit dem Wort Gottes zu halten. Lasst es so tief in euch hinein, dass es ein Automatismus wird, dass ihr zum Beispiel dann draußen richtig handelt. Wenn es so tief in uns steckt, können wir nicht sagen, ja, ich schaffe jetzt mal Frieden mit Waffen oder ich hasse den anderen oder ich höre auf Propaganda, die andere Menschen schlecht macht. Wenn wir das alles verinnerlicht haben, wenn wir wirklich diese Botschaft in uns tragen und damit leben, dann werden wir uns automatisch dagegen auflehnen und sagen, nein, 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 das kann und soll auch nicht rechtens sein, dass man jetzt über andere so redet, dass man vielleicht sogar Volksgruppen ausgrenzt, dass man jemanden findet, der für alles schuldig ist. Und wir wissen ja ganz genau, dass in einem Konflikt immer beide Schuld haben. Und so gibt es für uns kein Schwarz-Weiß, sondern immer nur ein Dazwischen. Und wir sehen, was das für einen Vorteil hätte, wenn wir den christlichen Glauben mit seiner Botschaft wirklich verinnerlichen. Dann würden wir draußen automatisch, so wie bei einem stolpernden Herrn, das Richtige tun und könnten dann uns auch etwas beruhigen und sagen, ja, wir funktionieren noch nach den Gesetzen der Liebe, der Barmherzigkeit, der Großzügigkeit, der Gastfreundlichkeit. Das alles ist doch etwas, was man uns in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten zerstört hat. Und jetzt tut man es noch mit der Familie. Und auch da, wenn wir die Botschaft verinnerlicht haben, müsste sich alles sträuben und wir müssen sofort sagen, nein, das kann nicht sein. Und wir machen da einfach nicht mehr mit und stellen uns mit unserem gesunden Menschenverstand, könnte man so lustig umschreiben, nein, mit Gottes Ethik und Liebe gegen eine solche Praxis, die wir jetzt rings um uns erleben. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahrt sein. Amen. Ich wünsche uns an diesem Montag eine gesegnete Nacht. Schlafen Sie gut. Ich hoffe, Sie haben nicht so viel Dunkles zu verarbeiten. Ich wünsche Ihnen, dass Gott diese Last von Ihnen nimmt und dass Sie erleichtert tief einschlafen können in dem Wissen, dass es wichtig ist, diese Verbindung zu Gott zu verinnerlichen, damit wir dann wirklich auch richtig im Leben handeln können. Gute Nacht, es grüßt Sie herzlich, Ihr Reini aus den Nachtgedanken. Musik.